Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, diesmal ein Review, weil ich habe gerade schon ein Hardware-Check-Video gemacht zu diesem Pamu Slide, war damit aber jetzt nicht so zufrieden. Es geht um die 20 Minuten und ich wollte noch ein kürzeres Video, noch ein knackigeres Video mit wirklich präzisen Daten euch geben und deswegen jetzt noch mal ein neues Video. Weil viele haben mich in meinen Streams gefragt, weil ich habe die jetzt im Stream benutzt, eine ganze Weile. Wie sind sie? Bin ich damit zufrieden? Und alle drum und dran. Jetzt sage ich euch wirklich genauere Daten. Aber vorher will ich euch noch was sagen. Ich hatte kurzzeitig Probleme, dass die nicht gekoppelt waren. Ich habe dann beim Hersteller, mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und die haben mir gesagt, wie man das wieder hinkriegt. Wenn ihr dieses Problem, also wenn ihr das schon habt oder euch holen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Google Drive, ja doch, Google Drive habe ich es reingepackt, Google Drive Link. Dort findet ihr eine Excel, glaube ich, ich müsste eine Excel-Datei sein. Ich habe da auch nichts gemacht, ich habe die so vom Hersteller gekriegt. Da ist in Englisch beschrieben, könnt ihr euch mit Google Übersetzer übersetzen, wie ihr, wenn die mal nicht gekoppelt sind, wieder koppeln könnt, dass sie funktionieren. So, also der hat Wireless Charging, also ihr könnt praktisch euer, also das ist eine komplette Box, da könnt ihr wireless-mäßig hier euer Handy laden. Die gibt es aber auch ohne Wireless. Kommen wir später dazu. Hier laden werden die Kopfhörer mit USB-C, also die Box. Und hier zweimal drücken, dann geht die Wireless-Charging-Funktion an und könnt euer Handy raufladen und ja, ohne Kabel laden. Nur wenn euer Handy das natürlich unterstützt. Wenn das Handy nicht unterstützt, dann nicht. Und ich habe mir jetzt hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerne mit euch abarbeiten wollen würde. Erstens. Die sind Stereo. Ich werde sie mal rausholen. Ja, so sehen sie aus. Und die halten da auch wirklich fest. Und da sind die Kontakte. Und deswegen auch Slide, wegen dem Sliden. So, ich hole sie jetzt mal hier raus. Dann könnt ihr die Box mal so sehen. Und da über diese Kontakte werden sie dann geladen. Und oben seht ihr gerade die Leuchten. Das heißt, dass der komplett voll ist. Akkuleistung und so kommen wir später noch dazu. So, und so sehen sie dann aus. Ja, also keine kompletten In-Ears mit so einem runden, sondern so ein, seht ihr das so ein bisschen, so oval? Und da sind noch die ersten Gummiteile drauf, die von Anfang an drauf waren. Ich brauchte da nichts weggesellen. Und ich muss echt sagen, In-Ears fand ich immer scheiße. Ich bin ehrlich und sage, In-Ears sind immer scheiße gewesen. Immer hatte ich das Problem, dass sie rausgefallen sind. Und ich habe dann schon die Kabel über die Ohren gemacht und habe dann immer noch das Problem gehabt. Und deswegen war ich von In-Ears überhaupt nicht begeistert und habe sie eigentlich eher für meine Frau. Also die haben mich angefragt, ob ich darüber Videos machen wollte und ich habe sie eigentlich für meine Frau, die sie jetzt nicht mehr kriegt, jetzt sind es meine. Das sind die allerersten In-Ears, die in meinem Ohr bleiben, ohne dass sie rausfallen. Ich hatte erst gedacht, ja, bei 7 Gramm, die wiegen so um die 7 Gramm, soweit ich weiß, dass die rausfallen. Nein. Ich habe die in einem Stream drin gehabt. Was haben wir da angeguckt? Irgendwas von der E3 haben wir uns angeguckt. Ich weiß es aus dem Kopf nicht. 5 Stunden. Oder 5,5 Stunden. Ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr. Ohne dass sie rausgefallen sind. Ohne dass sie locker geworden sind. Top. Mega top. Wirklich mega top. Und die Reichweite ist auch geil. Ich habe mit meinen Gaming-Kopfhörern. Hier ist der ja, von den Logitech G933. Küche, also bis hier gerade rüber habe ich noch Empfang. Im Nachbarraum schon nicht, Klo, Flur gar nicht. Obwohl der genau hier unten am PC rangemacht wird. Ich habe jetzt, oh, genau da ist auch die Bluetooth-Station, also so eine Antenne, Bluetooth- und WLAN-Antenne, womit ich praktisch die mit meinem PC verbunden habe. Und da kann ich noch bis im Flur gehen und habe immer noch Empfang. Das nur mal am Rande. Was ich bemängeln muss, man sieht halt schlecht, dass welche Seite das ist, links oder rechts, da seht ihr das so ein bisschen. Ja, also das sieht man schlecht. Also da müsste man vielleicht bei den grauen, oder ich habe die schwarzen, glaube ich, vielleicht das weiß markieren oder so, dass man das besser sieht. Das habe ich im vorigen Video auch gesagt. So, das sind Stereo-Kopfhörer, also ja, logischerweise Stereo. Die haben einen richtig geilen, knackigen Bass. Die, man versteht auch die Stimmen total toll. Also für die Größe und dafür, dass ich den Hersteller nicht kannte und das ist eine Crowdfunding-Sache. Naja. Aber vom Sound haben sie mich mega überzeugt. Wirklich. Also da, ich bin mega zufrieden. Die haben einen geilen Sound gehabt bis jetzt. Also ich kann mich nicht beschweren. Top.
Wirklich top. Und extrem geilen Bass auch. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Google Assistance ist möglich. Also ihr könnt hier, wenn ihr die mit, ich kann sie jetzt nicht, ich habe sie jetzt nicht mit dem Handy verbunden, sondern mit dem PC. Wenn man draufdrückt oder so, kann man Google Assistance nutzen und dann kann man sagen, Google such mal dies, Google such mal das und das funktioniert wirklich super. Im Gespräch, wenn ihr praktisch beide drin habt und ihr seid im Gespräch mit jemandem, dann funktionieren beide Kopfhörer. Also ihr hört denjenigen auf beiden Kopfhörern. Was ich so von anderen Stereo-Kopfhörern, egal ob es in ihr oder nicht in ihr sind, so teilweise nicht so kenne. Die meisten haben wirklich dann immer Gespräch nur auf einen, ist Mono. Hier hast du den Gesprächspartner auf beiden. Finde ich total geil. Ich werde die mal jetzt wieder hier in die Schachtel zurückpacken, damit wir den Rest noch abarbeiten können. Ihr könnt die Kopfhörer in diesem Case 5-mal aufladen. Wenn das Case komplett voll ist, könnt ihr 5-mal eure Kopfhörer aufladen. Case Charging, so. Das Case braucht um die 3 Stunden, um voll aufgeladen zu sein. Ich habe es jetzt ohne Kopfhörer drinnen getestet. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, wie lange ihr braucht, wenn die Kopfhörer leer sind. Ihr packt sie rein, das Case ist auch leer und ihr macht das dran. Das weiß ich nicht. Also meine Kopfhörer waren voll und ich habe dann das Case geladen und um die 3 Stunden. Die Akkuleistung der Kopfhörer ist etwa 10 Stunden. Ich habe es nicht genau getestet. Waren bei mir so 8 Stunden, glaube ich, 8,5 Stunden. Kommt auch drauf an, wie laut und wie leise sie sind. Ich glaube, so um die 8,5 Stunden war ich. Aber in der Anleitung steht 10 Stunden. Wenn ihr leiser macht, dann kommt er wahrscheinlich auf die 10 Stunden, aber ich hatte so vollen Anschlag. So. Dann habt ihr hier auch eine Fast Charging Funktion drin. Das heißt, eure Kopfhörer sind leer. Also ihr habt es ja vergessen, jetzt hier reinzupacken, die sind komplett leer. Ihr packt die hier rein, macht zu, dass die geladen werden und ihr braucht dann um die 5 Minuten, lasst ihr sie hier drinne und dann könnt ihr sie wieder rausnehmen und dann habt ihr auf den Kopfhörern eine Akkuleistung für roundabout eine Stunde in etwa. Kommt halt natürlich auch drauf an, wie laut oder wie leise ihr die Kopfhörer macht. Die Kopfhörer sind auch wasserdicht, also nee, wasserdicht nicht, also wassergeschützt. Wasserdicht sind sie nicht, also ihr könnt sie nicht mit ins Wasser nehmen oder so, aber wenn ein paar Regentropfen raufkommen, macht es den Kopfhörern nichts aus. Dann kommen wir noch zu der Verbindung, die sind mit Bluetooth 5.0 und APTX ausgerüstet. Ohne Abbrüche habe ich mir extra noch hingeschrieben, weil ich hatte wirklich keine Abbrüche. Ich bin bis in den Flur gelaufen, ich hatte keine Abbrüche, überhaupt nicht. Meine Gaming-Kopfhörer mit dem USB-Stick, zack, da komme ich in der Küche, sobald ich im Flur bin, weil wir haben hier ziemlich dicke Wände, ne? Ist schon Abbruch, hatte ich bei denen nicht, bei denen war ich noch bis im Hausflur und hatte keinen Abbruch, nichts und habe alles noch super verstanden. So, dann habe ich mir noch extra nochmal aufgeschrieben, guter Sound und einen geilen Bass. Kein Kratzen oder irgendwas habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist wirklich so. Die haben wirklich einen geilen Sound. Kein Kratzen. Der Bass auch nicht so, wie ihr von anderen Kopfhörern kennt. Zum Beispiel, ihr habt dann was mit viel Bass. Das dann irgendwie so ein Dröhnen mit bei ist. Oder so ein gar nicht. Ihr habt wirklich einen richtig, richtig geilen Sound. Bin ich mega mäßig zufrieden mit. So, dann habe ich mir dann nochmal aufgeschrieben, was die Kosten, ich mache euch meine Liste hier vielleicht auch noch in die Videobeschreibung. Momentan, wie gesagt, 49 Euro ohne Wireless Charging Funktion, 69 Euro mit Wireless Charging Funktion, also dass ihr euer Handy Wireless per Wireless laden könnt. Und später, wenn die Crowdfunding, wenn die Crowdfunding-Zeit vorbei ist, ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch geht, dann ist der Preis, ich weiß aber auch nicht, ob der für die mit Wireless oder ohne Wireless Funktion so sein wird, aber später soll er bei $199 liegen. Also würde ich euch raten, wenn ihr auch da so heiß drauf seid, macht da jetzt am besten bei der Crowdfunding mit. Es ist schon genug Geld zusammengekommen, so wie es aussieht, werden die definitiv demnächst erscheinen, aber ich rate euch, macht da bei der Crowdfunding Version mit, dann spart ihr natürlich. Dann kriegt er sie jetzt für $49, sind umgerechnet, 40 Euro oder sowas. Ich bin, ihr habt das jetzt nicht im Kopf. Und ihr kriegt die dann zugeschickt und ihr habt wirklich geile Kopfhörer, die wirklich funktionieren, die richtig cool sind. Und im Gegensatz
Dazu später halt 199 Dollar. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich werde euch die Crowdfunding-Seite, werde ich euch unten drunter verlinken. Es gibt sie, wenn es sie jetzt so noch gibt, in Grau, in Schwarz und in Weiß. Ja. So, dann sollten eigentlich jetzt keine Fragen aufgekommen sein. Ich kann euch nur wirklich sagen, ich war mit In-Ears wirklich immer total unzufrieden. Hab immer scheiß In-Ears gehabt. Immer sind sie rausgefallen und jetzt wird der eine oder andere, da muss man die Gummidinger wechseln. Habe ich gemacht. Ich habe alle möglichen, also die Tüte, die mit bei ist, habe ich alle Größen durchgetestet. Es war immer das Gleiche. Sie sind rausgefallen. Sie waren scheiße. Deswegen war ich immer froh, dass ich bei meinem Huawei oder bei meinem Hanna, dass da normale Kopfhörer mit bei waren, nicht In-Ear-Dinger. Und vom Kollegen hatte ich damals Apple-Kopfhörer gekriegt, also die mit Kabel. Die waren auch gut. Ja, aber die hier, wie gesagt, ich habe gestreamt. 5,5 Stunden in etwa waren es. Sie sind nicht rausgefallen. Sie haben ein geiles Tragegefühl. Sie sind nicht wie von anderen In-Ears, wenn er die kennt, wenn er so drin macht und ihr habt so ein Drücken in den Ohren. Nein. Geiles Tragegefühl, fallen nicht raus. Und wie gesagt, 5,5 Stunden hatte ich sie drin und mir ging es gut. Die sind nicht rausgefallen, musste nicht nachstoppen, nischt. Geile Sache. Die Berührung funktioniert auch am PC. Ich habe die jetzt mit dem PC gekoppelt. Könnt ihr in dem anderen Video sehen, da habe ich es euch gezeigt. Und dann kann auch mit anhalten und sowas alles. Das geht aber halt 20 Minuten. Ich wollte jetzt noch was Kürzeres machen. Mit ein paar mehr technischen Daten. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch helfen konnte, a Däumchen wäre a Träumchen. Links dazu in der Videobeschreibung. Einmal zur Crowdfunding-Seite packe ich euch rein und zu Google Drive, wo ihr das Dokument findet. Falls die mal nicht gekoppelt sind, funktioniert super, auch ganz schnell und ganz einfach. Ich bin megamäßig zufrieden. Ihr werdet hier auch irgendwo Werbung sehen, weil ich habe sie gratis zur Verfügung gestellt. Die kriegt, um Videos darüber zu machen. Die Meinung ist nicht gekauft. Ich habe kein Geld dafür bekommen oder so. Ich bin von meiner eigenen Meinung ist wirklich top. Ich bin begeistert. Und wie gesagt, die sollten für meine Frau sein. Kriegt sie jetzt nicht. Jetzt sind meine. Für den PC. Absolut überzeugt bin ich damit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen könnte, ein Däumchen oder ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.